Meine Freunde, heute am Montag wird die schwere Kniebeuge heute ausgeführt. Ich gehe hoch bis 95%. Da werde ich allerdings die Kniebandage mit einsetzen, um auch die 95% umsetzen zu können. Und dann werde ich die nächsten Montage leichter trainieren und dann erst wieder zum Wettkampf am 2.2. richtig hochgehen. Ja, es wird heute auch keine Jumps geben, keine Sprünge also, um wirklich hier sich voll auf die Kniebeuge zu konzentrieren. Und ja, das war es eigentlich jetzt im Groben gewesen. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht heute und jetzt geht's los. Den ganzen Tag habe ich mich mental auf die Kniebeuge vorbereitet. Ich bin den Plan nochmal komplett durchgegangen, immer und immer wieder. Habe zwar ein paar Änderungen vorgehabt, aber die habe ich nicht ausgeführt. Ich habe es beim Originalplan gelassen und im Nachhinein weiß ich, dass es richtig gewesen war. Und so, jetzt geht's los, 85%. Jetzt wird es straff, jetzt wird sich zeigen, was in den Beinen steckt. Hatte zwar einen schweren Arbeitstag heute, aber das zählt mal jetzt nicht. Jetzt muss alles raus, was in den Beinen steckt und was ich wochenlang antrainiert habe. Drückt mir die Daumen bei 85% und jetzt geht's los. Und der gesamte Ablauf war, wie gesagt, alles richtig durchgeführt worden von mir. Die 85%, da habe ich schon ein bisschen mit intensiven Kopfkino gearbeitet, auch in den Pausen, hier zwei Wiederholungen und die Stange, die hat mir heute einen Strich durch die Rechnung gemacht, die hat sich nämlich dann allmählich durchgebogen und ich bekam Probleme beim Herausheben aus der Halterung, wenn ich dann in die Kniebeuge gehen wollte. Beim Reinheben war es dann genauso, da bin ich allerdings immer auf die Zehenspitzen gegangen und dann gegen das Powerrack geknallt und konnte das ablassen, aber beim Herausheben war es schon etwas schwieriger. So, hier kamen die 90%. Ich muss ja auch wissen, ob die Beugetiefe hinhaut. Also Kamera seitlich hingestellt. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich in die Tiefe reingehe. So war es okay. Hier seht ihr nochmal das Momentbild. Und dann kam der große Sprung auf die 95 und hier hat sich auch wieder gezeigt, die Stange war zu weich. Ich habe da enorm zu kämpfen gehabt, die Hantel überhaupt rauszubekommen aus der Halterung. Und dann mit voller Konzentration runter in die Beuge und rausgeschrien und damit waren die 95% jetzt meine 95% gesehen, war jetzt sehr hart an der Grenze. Es war kurz davor, dass ich die Hantel fallen ließ. Ganz knapp und ja, ich werde jetzt überlegen, wie ich das dann im Wettkampf handhabe. Entscheidend ist allerdings die nächsten Wochen, die Montage, wo nochmal Kniebeuge ist. Da gehe ich allerdings nur bis 90% und 75% hoch und die letzte Kniebeugewoche, da wo Wettkampf ist, wird nur mit 50% trainiert, wenn überhaupt. Und dann war's das. Ich werde dann auch sehen, wie meine Tagesform ist beim Wettkampf. Das kann ich ja jetzt noch nicht sagen, was am 2.2. los ist mit mir. Und dann werden wir sehen und gehen ganz ruhig an in der Kniebeuge. Was dann rauskommt, muss dann das Bein entscheiden, sag ich mal. Ne? Gut, Freunde, ich mache jetzt Schluss. Ich räume jetzt noch hier auf in der Bude und dann fahre ich nach Hause, nehme eine heiße Dusche und dann sage ich Tschüssikowski. In diesem Sinne, morgen ist Bankdrücken dran, da gehe ich bis 85% hoch, 5x2 oder 4x2, ich weiß es nicht genau. Und dann ist erstmal Ruhe, Donnerstag wieder Kreuzheben schwer und Freitag Bankdrücken, genau. So Leute, ich fahre jetzt nach Hause. Beziehungsweise räumt nochmal auf und dann ist Schluss für heute. Macht's gut! Heute im Studio das Bankdrücken.
Ich bin bis 85% hochgegangen, habe auch das Pausentraining mit drinne gehabt und wie das aussah, seht ihr hier. Ich habe in jeder Wiederholung die Pause mit reingesteckt und somit konnte ich 12 Pausen in den 85% vermerken. Sehr gute Umsetzung in der Leistung und ich denke mal, im Bankdrücken werde ich beim Wettkampf ein gutes Resultat zeigen. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen.